Moin Leute, Thomas am Start. Heute mit einem neuen Video. Oder auch mit einem wie gewohnt Item Shop Video. Und zwar ist heute der 24. August 2021. Und ja, schreibt es gerne eure Prediction unten in die Kommentare und schreibt gerne rein, wie ihr den Item Shop findet. Ich bin sehr gespannt, vielleicht ist da was Neues drin. Hier ist jetzt nicht so was, aber es soll auch bald eine neue Waffe reinkommen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und ja, dann sag ich jetzt mal, fangen wir an mit dem Item Shop vom 24. August 2021. Let's go. Okay, neues Paket ist im Shop. Fortnite Voxjäger Auftragspaket. Aber sonst hat sich hier gar nicht. Oh, also das viele Pakete. Dann Wonder Woman, Mecha Morty und das Safaruni Spin-Paket ist drin. Okay, Synapse. Dann das Paket stillschwingen. Nein, einfach Charlius Maximus ist zurück. Der Ehrenmann. Und der Finsterbomber-Skin ist zurück. Okay, dann fangen wir an beim Finsterbomber-Skin. Richtig nice. Also ich finde, ich bin ehrlich, ich würde den Strandbomber, den mag ich eher lieber mit den Backbling. Schreibt mal rein, wen ihr besser findet, Farbenbomber oder den Finsterbomber. Der ist zurück nach 32 Tagen zusammen mit dem Backbling. Der Donnerross, die Spitzhacke. Dazu die Glyphe der Dunkelheit. Die Hängglatter. So, und dann kommen wir auch zu Charlius Maximus, der zurück nach 34 Tagen ist. Einfach nur cool. Schreibt mal rein, wer den findet. Auf jeden Fall, ich finde den echt nice. Schaut ihn einfach mal in die Augen. Wow. Ich bin gut. Nein. Dann gibt es dazu noch die Spitzhacke. Gladius, der Charlius. Der Spire Unsterblicher, der männliche Spire Assassinen, der ist auch ebenfalls zurück nach 22 Tagen, also circa nach 30 Tagen, so mit dem Backbling auch noch. Dann kommen wir zu dem Paket, zu dem Stillschweigen-Paket. Einmal hier der Stillschweigen-Skin, dazu das Backbling, die Spitzhacke und die Lackierung. Ist alles zurück nach 37 Tagen, da kann man die Sachen noch einzeln kaufen. Dann kommen wir auch zu den täglichen Gegenständen. Die Barfuß-Ermittlerin, die ist zurück nach 34 Tagen zusammen mit dem Backbling. Sieht so aus wie die Maya, wie der Maya-Skin, finde ich. Dann die Synapse, also der Synapse-Skin, zusammen mit dem Backbling, der zwei verschiedene Stile, einmal so und einmal so im Grün. Sieht eigentlich mega nice aus, bin ich ehrlich. Ist zurück nach 40 Tagen. Mit dem Backbling. Dann der Wackel-Emote. Ist so nach 45 Tagen schon etwas seltener. Dann der Depp. Also der macht nur einen Depp. Der ist zurück nach 25 Tagen. Shaolin Setup. Zurück nach 35 Tagen. Und Röstlichkeit. Da bratet er einfach die Sachen da so. Dann verbrennen die, ist so nach 32 Tagen. Okay, dann kommen wir auch. Ja, das war schon. Aber dieses Paket möchte ich mir noch mal kurz anschauen. Das Paket hier, Fortnite Voxjäger Auftragspaket. Da gibt es einmal hier so ein Skin. Oh, der sieht ja fast so wie Naruto aus. Finde ich. Auf jeden Fall. Oh, der verwandelt sich einfach. Lol. In verschiedene Farben. Ey, das ist ja krass. Der ist animiert, der Skin. Dann dazu das Backbling, die Spitzhacke. Nochmal eine Spitzhacke. Eine animierte Lackierung. Boah, auf der Pump sieht die mega krass aus. Und dazu noch V-Bucks-Aufträge. Also dann kann man sich noch V-Bucks dafür freischalten. Ja, finde ich jetzt, würde mir jetzt nicht so kaufen, aber ist Geschmackssache. Und ja, dann sage ich mal, tragt auch gerne meinen Quellcode Spielexpert im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Kuss, Kuss, Kuss. Und ja, das war's auch vom Item Shop. Schreibt gerne in die Kommentare, wen fehlt. Und wir dann sagen jetzt mal, haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.